13 Produkte nicht gefunden, dass die einfach alles haben wollen, auch die Sachen, die man gar nicht im Angebot hat. Das finde ich weird. So, Bourlet-Milch. Jetzt interessiert mich mal gerade Bourlet-Milch. Ja, wenn ich jetzt kaufen würde. Nur mal, ich kaufe die jetzt nicht, weil wir keinen Kühlschrank haben. Okay, hier ist der Saldo höher, also die Marktpreise sind höher. Und hier, die Milch ist gerade günstig, die sollte ich gerade einkaufen. Sehe ich richtig, ne? Habe ich verstanden. Okay, dann würde ich noch Verwaltung machen. Rechnungen einmal bezahlen. So. Ach so. Ha! Wir haben immer geöffnet, auch wenn der Klosett steht. Für unsere Lieblingskunden haben wir immer geöffnet. Hallo. Kunden. Schokipick könnte ich auch mal wieder welche kaufen. Ich tue mir schon mal welche in den Dingens. Produkte. Schokipick. Kaufe ich auch mal zwei. Ich tue die schon mal in den Warenkorb. Ich kaufe die noch nicht, aber ich tue mir in den Warenkorb. Da bin ich vorbereitet. Öl bräuchten wir auch nochmal, ne? Und Susu. Susu erstmal wieder auffüllen. Komm sofort, komm sofort. Susu können wir auch gleich wieder in den Warenkorb packen. So, was soll es sein? Einmal das. Na klar, 86. Mal, Sir, was ist denn mit Ihnen? Haben Sie geerbt? Glückwunsch. So, Susu war was? Puderzucker. Pack ja auch zwei rein. Kostet schon $100. Schnudel die di dab du du. So. Sir, kaufen Sie. Kaufen Sie, kaufen Sie. Günstiger werden Sie es nirgends finden, außer bei der Konkurrenz. Aber da würde ich nicht hingehen. Die betrügen und stinken. Huch. So. Einmal das alles. Na klar, das kostet nur $12. Wow, das ist aber super günstig. Gemessen in der Inflation ist das ein Fliegenschiss. So, was darf sein? Hier einmal $9, na klar. Warum kaufen die nicht mehr? Die sollten mehr kaufen. Die kaufen viel zu wenig. Ja, dreimal, okay, dreimal Susu Puderzucker, das ist strong, aber ich muss zugeben, wir können jetzt Kühlschrank kaufen. Ich mach mal. Oh, das geht einfach darüber, über den Warenkorb. Ich stelle mal ganz nonchalant hier hin. Und dann, werde ich mal ganz kurz hier. Oh. Wasser kommt nach unten, die hochpreisigen Produkte kommen nach oben. Ich komme sofort, ich muss kurz Altpapier recyceln. So, weil wir natürlich auch auf Nachhaltigkeit achten. Wie zum Beispiel bei diesem Toast, der war auch schon mal gekauft von jemand anders, aber der hat ihm scheiße geschmeckt. Da habe ich ihn wieder ins Regal gestellt. So, Nachhaltigkeit, ne, ist ja wichtig auch. $9, na klar, für... Warum keine $2-Scheine? Weird. So. Okay, dann, wie viel soll es sein? 5 und wir kriegen 5 zurück. Sehe ich richtig, ne? Yo. Super. Oh, shit. Das habe ich übersehen. 3,19. Ich verkaufe das mal für 4. Ich runde einfach immer auf, ja? Nicht ab. So. Habe ich schon wieder vergessen. Die hätten gerade echt einen Schnapper machen können, aber zum Glück sind meine Kunden dumm. So, tschüss. Oh, Puderzucker ist schon alle. Oh, shit. Das wird langsam richtig Arbeit. 26. Warte. Tschüss. Ich habe das Gefühl, langsam wird es richtig Arbeit. Okay. Dann Produkte. Wir hatten, wir wollten Susu kaufen. Wo ist es denn? Puderzucker 2. Da im Warenkorb. Da müssen wir noch geschnitten ins Brot, oder? Komme. Schokipik müssen wir kaufen. Und Öl. Was? Passt. Schokipick und Öl. Oh, Gottes Willen. Ich mache mir jetzt zwei in den Warenkorb. Und Schokipick waren wo? Ich sehe gerade nicht. Käse. Auch geil. Wo sind die Schoki? Da, Müsli beim ersten. Okay, bisschen, wir müssen noch ein bisschen verdienen, dann können wir die kaufen. So, $1 zurück. Natürlich. Natürlich, Ma'am, natürlich. Nur ein Schokipick, Mann, kauf mehr. Ich brauche mehr Marge. Hä? Was? Wie sind die 7 da reingekommen? Zum Glück wurde sie nicht abgeschickt, um Gottes Willen. Oh. So, wir haben noch ein paar Nudeln haben wir noch da. Bisschen Toast haben wir noch, aber Toast haben wir ja genug. Ja, shit. So. Okay, $8 sollen es sein. $2 zurück, na klar. Prima, ciao.
Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld, 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 wir brauchen Geld. Bitte bringen Sie Geld, ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Es ist schlecht um mich bestellt, ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Kaufen Sie ein. Ich brauche Geld, mein Wunsch ist klein. Nur 4 Buchstaben, Geld. Ich hätte gern Geld. So, warte, was sie in der Hand gerade hält, ist Geld. So, 2 Dollar zurück. Warum? Ich will's behalten, denn ich brauche Geld. Geld. So, 2. Tschüss. Warum wollen die alle Geld haben von mir? Ich will das Geld haben von denen. So rum ist es richtig. Alles andere ist falsch. Okay, für 175, da können wir eigentlich noch was reinlegen, was Kleines. Ein bisschen Käse oder? Die Milch ist gerade günstig. Können wir uns das leisten? Ja! Geld. Ich brauche Geld. Was, wer hat denn hier, wer hat denn das hier so reingerotzt? Ich komme sofort, mein Herr. Erstmal die Schokipicks auspacken. Geile Scheiße. Digi. Entweder Schokipicks. Was darf sein? Nur einmal Nudeln. Sie Geizhals. Ich brauche Geld. Ich gebe hier mehr zurück, als ich verdiene. Dann läuft was falsch. Nur ein Öl? Warum nur ein Öl? Gönnen Sie Ihrer Frau doch 3 zum Einreiben. Das alte Schlachtschiff. Entschuldigung. Ich stehe den ganzen Tag an der Kasse. Ich werde langsam ungehalten, wenn die nur eine Milch kaufen oder so. 18 Dollar natürlich. Das ist, oh, passend sogar. Dankeschön, tschüss. So, ich mache mal ein bisschen Licht an hier. Weil meine Kunden es mir wert sind. Was haben wir hier? Wieder Öl. Oh, das kommt passend. Ich tue das mal hier unten rein. So. Gut, dann hier nochmal. Ja, kaufen Sie Öl. Öl, Öl, Öl. Er ist der Einöli. So. Meine Kunden sind die Besten. Sie wollen mich gern mit Kohle mästen. Das stimmt leider gar nicht. Die kaufen viel zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Das ist aber nichts. 1 Dollar zurück. Dankeschön, ciao. Für Sie, Ma'am. Bisschen Schokipi, Togepi. Nehmen Sie das Öl mal von unten raus und von oben. Das muss weg. Das läuft sonst bald ab. Da muss ich es günstiger verkaufen. Das will ich nicht. Ich hab bei mir einen Trick. Ich müsste mal den Preis ändern bei abgelaufenen Sachen. Aber ich ändere einfach das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ist der gleiche Aufwand. Und die Leute zahlen den vollen Preis. Dankeschön. Tschüss. Ist viel praktischer. So, mein Herr, was darf sein? Mehl und Toast. Da gönnt sich jemand einen guten Mehltoast. Was gibt's Schöneres? Vielleicht will er seinen Toast ja panieren. 16 Dollar auf die Kralle. So, vielleicht sollte ich die Preise ein bisschen erhöhen, oder? Ich bin unsicher. Dann bleiben die ganzen Schmarotzer hier weg. So, dankeschön, tschüss. Ich brauche nur richtige Kunden. Ich will die Whales will ich haben. Ciao. So, was haben wir hier? Susu. Kommt hier einfach rein, ne? Bam, 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 bam. So, mach das Wasser günstiger. Ich mach das Wasser nicht günstiger, du zahlst hier gefälligst den vollen Preis. Hä, sag mal nicht so geizig. Was ist denn mit dir? Oh shit, da geht's gerade nicht rein mit den Schokipicks, ne? Die würde ich mir... Ich öffne die und stell die mal ganz kurz hier hin. So. Milch. Da müssen wir den Preis gleich noch festlegen. Oh. Oh, oh, sehr... Ah, da sind noch ein paar. Okay, sehr gut. So. Wie viel kosten die? Die kostet 2,59, also mache ich auf 3. Ich runde einfach immer auf, ja? So, was haben wir hier Schönes? Nochmal Milch. Ah, ich meine, ich stelle die schon mal rein, weil wir haben genug Platz, glaube ich. So. Die gute Bourlée, die wollten die alle haben. Jetzt habe ich viel davon gekauft. Weh, die kaufen die nicht. Da bin ich halt maßlos enttäuscht. Wir haben noch 100 Dollar übrig. Ich könnte noch ein weiteres Produkt kaufen. Oder wir sparen noch ein weiteres Regal. Aber wir können noch ein weiteres Produkt kaufen. Ne? Wir hätten noch Platz da unten und da unten. Immer noch Platz. Wir könnten noch ein bisschen Käse kaufen zum Beispiel. Markt, ich guck mal kurz Produkte. Käse, 2 Stück. Können wir uns leisten, ne? Und schwarzer Kaffee können wir uns nicht leisten. Der ist zu teuer. Schwarzer Tee auch. Ja, ist mir alles zu teuer.
Oder ich lösche den Käse raus und kaufe Kaffee einfach nur. Aber mit Versand bringt uns das relativ. Dann haben wir noch 2 Dollar übrig, dann kann ich keine Rechnung bezahlen. Ich leg mal 2 Käse im Warenkorb für morgen. So. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Gute Nacht, schlaft schön. So. Fanden die Produkte zu teuer? Wow. Mehl und Brot im Angebot. Mehl und Brot im Angebot. Das klingt gut. Verwaltung, Rechnungen. Erstmal die Rechnung bezahlen jeden Morgen. Dann nochmal kurz gucken. Warenkorb 32. Brot könnte ich noch 2 kaufen. Und Mehl. Ja, mache ich. Sind noch keine großen Sprünge, aber Hauptsache wir haben's. Wow. Ich muss mal schnell von der Straße räumen, ne? Wenn hier wieder Autos durchkommen. So, Vorräte auffüllen. Jetzt hast du 3-mal gekauft. Ja, weil die gerade runtergesetzt waren. Natürlich habe ich die 3-mal gekauft. So, das ist leer. Ich öffne schon mal, ist ja egal. Dann haben wir Käse. Nee, das ist Mehl. Das sieht bei mir alles gleich aus, ich bin ganz ehrlich. Kommt eher aus demselben Genlabor. Hier ist Käse. Ich wollte 2 Käse kaufen eigentlich, ne? So, Kommte. Da kommte ich doch nichts für. Hau nochmal einen Käse hier, da ist noch ein Käse. Let's go. Nein, der soll doch gar nicht da unten hin. Okay, Käse kostet 3,40. Ah, scheiße. Ist zu teuer. Das ist kein Wucher, das ist Finesse. So. So, Wasser haben wir noch. Das haben wir, das andere Zeug haben wir auch noch. Unser wunderschönes Lager hier drüben. Können wir eigentlich auch stapeln? Nee. Müssen wir mal gucken. So, ich eile, mein Herr. Ich eile. Bisschen Wasser, na klar. Das ist aber Fidschi-Wasser, ne? Ist ein bisschen teurer. Dankeschön, Sir. Oh, bei uns kaufen nur noch die Suits ein. Oh Gott. 19 Dollar zurück. Die geben nie Trinkgeld. So, die reichsten Leute sind immer die geizigsten. Was soll das denn? 23 genau auf den Cent. Na klar, ciao. So, für Sie Toast natürlich. 8 Dollar. Ich glaube, ich muss wirklich ein bisschen runter mit den Preisen, ne? Beim Wasser und so. Ich will nicht, dass sie uns zu teuer finden. Vielleicht muss ich doch nochmal, ich guck mal. 3,19, ich mach mal 3,50. Oh. Sag mal. Hilft ja nichts. Und der Käse mach ich auch 3,50. Und schon wird er gekauft. Natürlich. Natürlich. Ich will, ich würde gerne die Preise richtig hochschießen, aber ich glaube, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Stuff hier, ein bisschen mehr Luxus für die Kunden. Wir sind leider noch ein ganz kleiner Laden. Wir sind auch familiengeführt, Leute. Also wenn ihr hier einkaufen wollt, Dankeschön, vielen Dank. Wenn ihr hier einkaufen wollt, das ist wirklich ein ganz kleiner Laden. Hier wird noch alles mit Liebe gemacht. Wir behandeln jeden Kunden besonders. Hau ab jetzt! Also hier wird auch Qualität und Service noch groß geschrieben. Auf den Werbetafeln. Drin ist nichts davon zu spüren. Ja. Ich bin eine Einmannfamilie, ja. Ich bin Mutter, Vater, Kind gleichzeitig. Ich bin alles, ja. Ich bin maskulin, feminin. Ich habe mir die kindliche Seite bewahrt. Ich bin einfach eine komplette Familie in einem Paket. Ich bin auch Großmütterchen, Großväterchen, ja. Ich habe auch Wert das Echte dabei, falls ihr wollt, wenn ihr Trinkgeld gibt. Da ist einfach alles. Also kommt gerne vorbei. Kommt gerne vorbei. Hier ist immer ein Platz für euch. Wenn ihr was kauft. Sonst nicht. Sonst raus. So. Wie viel darfst du denn sein? 11? Ah, nur 11. Na klar. Ein kleiner Einkauf. Ich verstehe. Geizkragen. So.
Was darf für Sie sein, mein Herr? Ach, ein bisschen Susu, vielleicht noch ein bisschen Käse? Wasser, na klar, Wasser geht immer. Lieber auf Vorrat kaufen, man trinkt immer zu wenig. Man trinkt ja immer zu wenig, man kennt es ja, ne? 15 Dollar sollen es sein. Dann gibt es noch eins zurück. Warum zahlen Sie 16 Dollar? Sind Sie dumm? Das verstehe ich jetzt halt auch nicht. So, ich komme sofort. So. Nochmal ganz kurz auffüllen hier ein bisschen. Es ist voll. Sehr gut. Da bin ich wieder. Was darf sein? Oh ja, vielen Dank für Ihren super Einkauf. Spitze gnädigste. Da, hier 31,50, ja? So. Auf einem... Wow, wo kommen die ganzen Kunden her? Ich glaube, das ist Word of Mouth. 28,50. Müssen die alle unbedingt ein Käse... Können die zwei Käse kaufen? Oh Mann. So, was? Er wieder. Okay, ciao. Sehr viel... Ich glaube, Susu wird gern gekauft. Wir könnten Susu ein bisschen erhöhen, glaube ich, ne? So. Alle lieben ihr Susu. So, passend. Dankeschön. Tschüss. Brauchen wir... Ja, wir brauchen ein neues Susu. Unser Susu geht langsam alle. So. 50 Cent zurück. Da sind sie ja. Dankeschön. Tschüss. Ein bisschen... Ich kaufe ein neues Regal, oder? Ich kaufe ein neues Regal. Ich tu's. Mist, ich hätte Susu dazu kaufen sollen. So. Ja, ich stell's erstmal dahin, ja? Ich muss noch aufräumen später. Wir machen das nach Ladenschluss. Ich kann's eh noch nicht befüllen. Ich wollte es nur schon mal kaufen. Ich hätte Susu dazu kaufen sollen. So. Das Puderzucker ist bei uns ein bisschen gestreckt mit Koks. Weil die Puderzuckerpreise waren zu teuer. Da habe ich einmal ein bisschen Koks untergemischt. Seitdem läuft es auch besser gefühlt. So. Und hier bitte schön, der Herr. 5 Dollar zurück. Natürlich. Dankeschön. Tschüss. Ja, schwarzer Tee gibt's nicht. Die Leute haben immer Ansprüche. Passt das da irgendwo hin? Ah, das geht doch. Komme. Ein Mehl nur. Und dann noch einen Dollar zurückhaben wollen. Ganz ehrlich. Ist Susu nicht krebserregend? Nein, nein, es ist sehr erregend. Dass da auch mit Krebs erregt wird, das passiert. Ja, das ist einfach allround erregend. Dass da jetzt Krebse nicht ausgeschlossen sind, natürlich, sonst wäre es ja Rassismus. Das wollten wir halt nicht, ne? Dankeschön, tschüss. Ich mach mal Licht an für unsere Kunden. So. Gut. Was darf es für Sie sein? 22 Dollar, natürlich. Das sind aber schöne 22 Dollar. Die schönsten, die ich je gesehen habe. Schau. Und für Sie? Ah, die kaufen jetzt halt so viel. Angenehm. 23 Dollar. Tschüss. Wir brauchen neue Chupa Chups. Nee, Chupa Chup. Chip Chip Chucha. So. Tschüss. Einmal hier aufs Regal. Schuckibick. So, puh. So, der hier. Tragen. So. Komme schon. Natürlich. Allzeit bereit. Was darf sein? Eine Milch. Eine Milch, bitte. 97 Dollar zurück. Dort. Bitte. Ich hasse Kunden. Manche Kunden hasse ich einfach. 24 zurück. Na gut. Aber nur, weil es sein muss. Ich würde, normalerweise würde ich es einbehalten, damit sie nicht so schwer tragen müssen. So, wir haben ein neues Regal. Lalala. Su. Prima. Was soll es sein? 38,50 und sie kriegen 61,50 zurück. Warte. 61,50. Da. Dankeschön. Tschüss. Was waren hier? Nudeln, ne? Haben wir keine Nudeln mehr? Wir haben keine Nudeln mehr. Wir brauchen dringend Nudeln. Wir haben eh schon zu. So, wir brauchen Nudeln. Wir brauchen Nudeln. Zwei Pack wieder würde ich machen, ne? Oder? Erstmal kurz gucken, was brauchen wir alles? Wir brauchen Nudeln. Chokipick. Kann ich auch wieder zwei Packungen machen? Warte, warte, Chokipick. Chokipick! Chokipi! So, einmal das. 300 Dollar haben wir.
Was war denn hier unten? Oh, Susu haben wir auch keins mehr. Oh, fuck. Not without my Susu. Ist leider gerade teurer, aber wir müssen es halt kaufen. Für unsere Kunden. Okay. Käse kann ich gleich wieder kaufen. Käse geht wie geschnitten Brot. Nur halt wie Käse. Okay, Wasserflaschen könnte ich auch nochmal eine kaufen. Fehlt noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich kaufe mal eine Wasserflasche hier. Oh. 177. Fehlt noch irgendwas? Kaffee, Tee, Eier. Leute, ich meine von den Sachen, die wir eh schon hatten. Fehlt da noch was? Nee, ne? Milch haben wir genug. Was haben wir? Julian, alles klar, ich frag doch gerade. Julian, ich frag doch gerade. Komm, lass noch heute mal Backseat Gaming zu. Sonst wird das sehr eskalieren, glaube ich. Mehl ist gerade günstig. Aber wir haben gerade schon gekauft. Nudeln? Haben wir nicht Nudeln noch? Toast? Mehl? Ach, Mehl haben wir. Habe ich Nudeln im Warenkorb? Nudeln habe ich schon. Aber ich würde vielleicht noch Dreier machen. Oh. Ich kann nicht mehr kaufen, weil... 10 Artikel maximal. Okay, kann ich jetzt noch nicht mehr kaufen, muss ich morgen früh machen. Dass die um 21 auch zu haben. Bisschen schäbig. Scheiß. Service-Wüste. So. Let's go. Nächsten Tag Schaden. So. Ich kaufe direkt. Ich kaufe zuerst und dann bezahle ich die Rechnung. Verwaltung. Rechnung. Da und da. Vielleicht können wir bald einen neuen Mitarbeiter einstellen. Schroom, so machen wir's. Wie im Modchat. So. Okay. Dann noch mehr Nudeln. Einmal nochmal hier. Einmal nochmal rüber. Was? 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 Ich möchte kurz sagen, das ist nicht der neue Lurch-Song. Habe ich dafür die richtige Zielgruppe? Ich bin unsicher. Hallo, liebe Zuschauer. Kennt ihr schon meinen Kitty Cat? So, darf ich euch mal meine Muschi zeigen? Ja. Die ist schwarz-weiß. Miau. So, warte. Was haben wir hier? Nochmal ein bisschen Wasser. Okay, sehr gut. Da können wir nochmal auffüllen. Ich mach den Laden auch gleich auf. Hier ist noch voll, ne? Da haben wir noch 3 Wasserflaschen. Na, egal. So. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Okay, ich könnte einmal Kaffee holen, oder? Aber dafür halt den Lieferdienst zu holen. Mit Lieferkosten mache ich später. Was? So, okay, los geht's wieder. 10. Zack, ein 10er auf Tash. Ganz kurz. Oh, was? Ich wusste doch, da war was mit dem Marktpreis. Ich wollte die ganze Zeit gucken, hab's vergessen, deswegen ging das so schnell weg. Holy shit, okay, krass. Lalalala, der Mann kauft seinen Käse. Lalalala, und gibt 3 $ Spese. Was soll's hier sein?
$8 zurück. Zurück. Natürlich. Ciao. Bam, 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 badam. Bam, bam, Pokerface. So, Käse und Milch. Zwei Milch, ein Käse. Natürlich. Gnädigste, kaufen Sie gut ein. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren guten Appetit. Das sieht nach einem sehr gesunden Frühstück aus. 3,50. 1, 2, 3 und 50. So. Blop, blop, blop. Und einmal hier. $9 zurück. Natürlich $9. So. Puh. La, 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 la. La, 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 la. Mal gucken. Nudeln. Das war Mehl, ne? Das da drunter war auch Mehl. Oh, ich komme. Ja, kaufen Sie ruhig ein Mehl. Wir haben noch genug davon. $4, natürlich. Dankeschön, ciao. Für Sie ein bisschen mehr, der Herr? Nein, natürlich nicht. Nudeln und Käse. Oh, Alter, geil. Nudeln und Käse, einfach Bestes. Der Mann hat Geschmack, aber... Heilige Scheiße, willst du mich verarschen? 1, 2, 3, 50. Bitteschön, hau ab jetzt. Hier könnt ihr Schweizer Karre. Pass auf. Zweimal schwarzer Kaffee. Öl ist gerade günstiger. Kaufe ich gleich 3. Fehlt noch irgendwas? Öl? Den Rest haben wir, glaube ich. Nudeln könnte ich mal kaufen, vielleicht. Vielleicht auch nochmal 2 Nudeln. Und dann direkt zuschlagen. Nein, geht nicht. Okay, ich muss einmal Nudeln ablegen. So. Komme sofort, komme sofort, komme sofort. Für unsere Kunden immer restockt, natürlich. Sie wissen doch, wie es ist. So, da sind wir auch schon. Was darf sein? Milch und Öl. Auch zusammen ein leckeres Erfrischungsgetränk im Sommer. Durch das Öl werden die Fliegen weggehalten. Tschüss. Was? Hier kommt der Astronaut? Was? Was ist das für Musik? Das ist sehr sympathische Ladenmusik, aber wo kommt die her? So. Ein bisschen Susu, natürlich. $0, Dankeschön, tschüss. So. La, 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 la. Das Öl ist zu teuer für dich? Läuft nicht so gut mit deinem Business, wa? Ist zu teuer für mich? Wir haben uns an die Marktpreise angepasst, mein Herr. Das ist nicht zu teuer. Raus jetzt hier. Nee, danke schön für den Einkauf. Der hat viel gekauft. Guter Mann. Aber das Öl war ihm zu teuer. Das verstehe ich nicht. Da ist noch niemand beschwert, außer der Mann gerade. Und der vor ihm. Und der vor ihm. Und der vor ihm. Und der vor ihm. So, noch ein bisschen Öl. Das sind Nudeln. Würde ich nochmal schnell nachfüllen. So, komme sofort. Ich wollte den Kaffee mal schnell reinbringen. So, hier unten Kaffee. So. Kaffee passe ich noch schnell Preise an. 10,48 mache ich 11. Ist ein fairer Preis. So. Gut, was darf sein? $17, natürlich. Puh. Jetzt kann ich keine mehr beschweren wegen Kaffee. Die können höchstens noch sagen, wegen dem Preis. 15,5. So. Dankeschön, ciao. Bisschen Käse. 7. Ciao. Kaufen Sie unseren Kaffee, der ist neu drin. Wir haben jetzt sehr guten Kaffee. Das ist von den Bauern aus Bolivien persönlich im Arsch geröstet. So, $15, na klar, dankeschön. Prima. So. So. Oh, das Lied hat man schon mal. Das kommt mir gerade sehr bekannt vor. Nicht umfallen. Das ist unser Lagerraum hier, der ist sehr gut. Oh, zweimal Käse, die lagern hier auch sehr gut. Die kann ich aber nachfüllen hier, oder? So. Prima. Zweimal Kaffee, da kann ja nicht so teuer sein. $2 zurück, natürlich. Dankeschön, tschüss. Wir haben schon wieder $220, geil. Wir können mal gucken, was wir mit der Kohle anstellen können. Wir brauchen einen Mitarbeiter, ne? Aber braucht man den jetzt schon? Ich meine, der kostet ja auch Geld. Wir müssen mal schauen. Ah, der kauft auch noch sein Käffchen. Sir, ich mach gleich Licht an. Zur Feier des Tages, weil sie eingekauft haben. Jetzt kann ich mir endlich wieder Licht leisten. Vorher ging das nicht. Dankeschön, für $51, geil.
Also je mehr wir anbieten, desto mehr kaufen Leute. Verstehe. Verstehe, verstehe. Wir werden eine Lizenz erwerben. Ich weiß noch nicht, was für eine. Ich gehe mal kurz hier. Verwaltung. Lizenzen. Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Spaghetti-Nudeln, Basmati-Reis und Salz. Das Problem ist nur, sobald wir das haben, wollen die Leute, erwarten die Leute, dass wir alles haben. Ne? Also wenn wir es freischalten, wollen die alles sofort haben. Weil aus irgendeinem Grund wissen die, was wir anbieten könnten. Heilige, das wird immer mehr. $5 zurück, na klar, dankeschön. Ciao. Eier 8-Pack. Wir müssen auch Eier kaufen. Wir müssen auch Eier kaufen. Vielleicht gucken wir mal vor 21 Uhr noch. Oh shit, das kriege ich nicht mehr hin. Eier. Die sind gerade extra teuer. Und schwarzer Tee vielleicht auch nochmal. Ja, kriegen wir nicht mehr hin. Ist vorbei. Oha, wir haben noch Kunden. Und das um die Zeit. Vielen Dank. $16 Wechselgeld. Na klar, na klar, na klar. Wupp, dankeschön. So. Hier $38. So. Die Kunden kommen hier aber auch gerne noch rein, wenn geschlossen ist eigentlich, ne? So, die Dame. Na klar, bisschen Käse zum Kaffee. Ist immer das Beste am besten. Ich würde empfehlen, den Kaffee mit Käse zu überbacken. Überraschend lecker. Hab ich nur so gesagt. So, okay, warte. Kurz wieder auffüllen. Einen haben wir noch übrig. Fantastisch. Wasser können wir wieder auffüllen. Wir haben noch 3 Flaschen irgendwo im anderen Karton. So. Oh, okay, das geht. Cool. So, Wasser. Wunderbar. Wir brauchen wirklich, wir müssen mal gucken, dass wir uns das Lager freischalten, ne? Öl. So. Wunderbar, passt perfekt. Ciao. Dann Toast brauchen wir ganz dringend. Haben wir zum Glück noch ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen einen neuen bestellen. So. Mehl haben wir gar keins mehr? Wow. Wow, wie die uns leer geräubert haben. Auf einmal ist unser ganzes Lager leer. So. Okay, Nudeln. Haben wir noch ein paar. Ich fülle trotzdem mal wieder auf für morgen. Die haben wir schon aufgefüllt. Haben wir schon aufgefüllt. Bisschen underwhelming gerade. Bisschen underwhelming. Okay. Wir brauchen wieder Nachschub. Wir brauchen Kaffee auf jeden Fall. Habe ich Kaffee schon im Warenkorb? Tee habe ich. Kaffee brauche ich. Packe ich mir noch 2 rein. Käse brauche ich auch, ne? Habe ich Käse schon drin? Ne, Käse brauche ich auch. Wasser bräuchten wir eigentlich auch. Und schon nochmal 10 Produkte. Ja, okay. Gut. Dann würde ich sagen, Tag beenden. Wir können ja eh nicht bestellen. 4 fanden die Produkte zu teuer. Ich verstehe es nicht. Wir sind so ein günstiger, lieber nachbarschaftlicher Laden. Wie können die das denn zu teuer finden? Was ist das? Das ist der Tee, ne? Was mit Tee? So, der Tee kommt mal da unten hin. Oh, wow. Oh, wow, okay. Tee ist ja geil, weil man da so viel von hat. Für $6. Pro Stück? Geil, Tee ist mega gut. Okay, das ist Wasser. Das hier ist auch Wasser. Kann ich auffüllen. Warte, ich stell's mal da hin und dann stapel ich gleich. Warte. Einmal hier hochstapeln. So. Wupp. Dann haben wir da noch Kaffee. Den würde ich auch wieder auffüllen, einfach mal. So, wupp. Dann haben wir hier nochmal Tee. Sehr gut. Oh, shit. Okay, wir müssen warten, bis das Regal wieder frei ist da unten. Käse, 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 Käse.
Käse, 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 cooler Käse, tralala. Entschuldigung. Daran merkt man, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ich versuche, die alten Hits wieder zu bringen. Warte, noch ein paar Eier. So, schöne Eiers. Da müssen wir gleich noch die Preise festlegen. Puh, Käse. Puh, okay. Sieht sehr schön aus an der Ecke. Richtig malerisch. Und hier haben wir noch ein bisschen Kaffee. Rein in den Lachs. Der gute Navalo. Ist das nicht ein Wal? Okay, dann open the. Und was ich nochmal mache, warte, ich mache nochmal schnell Verwaltung, Rechnungen, bezahlen. Wir brauchen Level 10 im Supermarkt. Ihr habt recht. Eierpreis, 4,50. Oh, hab ich vergessen. Ich wollte noch einstellen. Ich hatte ihn vergessen. Kaffee ist super. Susu ist auch super. Der sowieso. Man muss ab und zu mal drüber gucken, glaube ich, ne? Ah, hier Mehl. 3,12? Okay, den muss ich auf 3,50 machen. Die Nudeln, die sind uns zu günstig. Dann hier 4. Okay, das passt. Komme! Eine Flasche Wasser und dann wieder bezahlen mit unendlich viel Geld. Na klar, ciao. Danke, tschüss. Oh, die Eier gehen aber gut. 31, 4 Dollar zurück, natürlich. Dankeschön, ciao. Und für Sie, mein Herr, mit der ausgeprägten Stirnform. Einmal das da, 13 Dollar. Na klar, vielen, vielen Dank. Dankeschön, empfehlen Sie uns. Ne? Was ist mit der Musik gerade? Kaufen Sie den Tee. Der Tee ist exquisit. Dankeschön, tschüss. Warum warten die so lange? Die könnten direkt rausgehen, wenn die passend bezahlen. Würde uns allen Zeit sparen. Kauf eine Erweiterung für deinen Supermarkt über deinen Computer. Okay, das machen wir auch bald. Junge, der kauft hier richtig ein. Geil. Ich zieh das hier mal drüber und schmeiß ihn einfach alles in die Tüte, ne? 43 Dollar, natürlich, klar. Was ist mit der Musik? So. Jetzt können wir. So. Prima. Einmal einsortiert. Das Öl unten ist raus. Und für Sie, mein Herr? Bup, bup, bup. Natürlich. Und dann einmal 18 Dollares. Dollares. Oho. Manjares. Ohohoho. So. Die Frage ist, sollen wir den Supermarkt erweitern oder sollen wir erstmal Lizenz kaufen für weitere Produkte? Ich weiß noch nicht genau. Rechnung haben wir schon bezahlt, Leute. Ihr seid zu slow. Ihr müsst genau hingucken. Schon bezahlt. So schnell ging's. So. Hast du gesehen? Ich bin der Kassen-Ninja. 31,50? Na klar, bitteschön. Dankeschön, tschüss. So. Und hier? Der ist bestimmt Buchhalter. Guck mal, das Hemd schon kaputt. Der knausert sich aber kaputt. So. Badam, badam. Warte. Wir brauchen, davon brauchen wir wieder welche. Und ich glaube, wir brauchen auch, wenn ich es richtig gesehen habe, brauchen wir noch was. Komme. Auf Karte, 59, na klar. Cool. Eier haben wir, Käse können wir noch ein bisschen brauchen, ne? Ah. Aber der Käse geht gut. Wir brauchen echt noch Käse. Alle lieben Käse. In den Warenkorb, der ist aber gerade ein bisschen teurer. Heilige Scheiße. Okay, wie viel? Passend, Dankeschön, tschüss. Immer gucken, was sie am meisten kaufen. 12,50. Warte, 1, 2 und 50. Dankeschön, tschüss. Haben wir noch Toast? Nee, ne? Wir brauchen noch Toast. Sekunde. In den Warenkorb. Ich bestell schon mal. So. Heilige Scheiße. Sie kaufen mir die Haare vom Kopf. So, 36,50, ich beschwere mich ja nicht. Oh Gott. Entschuldigen Sie bitte. Das war der Realpreis. Zweimal Schoki-Pick. Das ist aber eine gesunde Ernährung. Achso, 1 Dollar, bitteschön.
So, der Glatzenbruder hier. $1 zurück. Scheint ein Hobby bei denen zu sein. Ein toastloser Laden. Jetzt nicht mehr. Und siehe, es ward Toast. Hä? So. So, nochmal Toast. Sir, ich muss immer mal wieder durch. Sir, entschuldigen Sie, Sir. Milch. Dankeschön. Nochmal Toast. Habe ich 4 Toast gekauft. Komme. So. Wird ja auch nicht schlecht. Also auch wenn wir mal zu viel kaufen, es wird nicht schlecht. Wir haben unser Lager hier. Das passt schon ganz gut. So, Chokipick. Einmal auf Karte. $6. Ja, Preise ein bisschen höher gegangen. Das war's schon. Nur ein Käffchen. Oh gut, verstehe ich. Aber $11 ist natürlich der gute, ne? Ist der gute, wie heißt er nochmal? Dallmayr Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Der kann schon mal ein bisschen mehr kosten. Wir haben 4 Toast gekauft. Okay. Milch haben wir noch ein bisschen. Warte. Käse. So. Komme. So, Susu können wir auch bald wieder kaufen, ne? Ich habe das Gefühl, wir müssen immer was kaufen. 30.5. So. Junge, Junge, Junge. Ha! So, 23. Wir machen irgendwie, obwohl wir haben $400. Geil. Also läuft schon langsam. 2,50. 1, 2, 50. Bitteschön, Dankeschön, ciao. Also wir machen schon ein bisschen Cash. Wir brauchen ein neues Susu. Oh. So, wupp, wupp, wupp. Vielen Dank. Was darf sein? $29. So, Dankeschön, tschüss. Die kauft mir die Haare vom Kopf. Dankeschön, tschüss. So, ein Tee nur. Na gut, die kauft gar nichts. Achso, und dann noch $4 Rückgeld haben wollen. Das ist natürlich frech. Das ist frech. So, wie viel? $8. Naja, gut, klar. Auch der Kleinscheiß muss sein. Wir brauchen jetzt Mehl. Haben wir auch keins mehr, ne? Wir brauchen ganz dringend Mehl. Oh, wir schaffen es nicht mehr. Okay. 2 Mehl. Könnten ruhig mehr machen. Susu, Öl haben aber noch, oder? Haben wir nicht Öl noch gekauft? Ja, da. So. Puh. Oh, da liegt ja noch was. Was ist das? Käse. Oh, gut. Okay. So. Ja, hauen Sie ruhig rein. Bisschen Käse geht immer. Und dann 4,50 zurück. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal 50. So. Der gute Bodenkäse. Der wird richtig schön. Wir haben Fußbodenheizung. Der wird erstmal richtig schön durchgewärmt. Dann lässt er sich nachher auch besser verteilen. Das ist unser Geschäftsgeheimnis hier. So. So, Mehl. Die kommen ja trotzdem noch rein, ne? Mehl haben wir jetzt im Warenkorb. Susu brauchen wir noch im Warenkorb. So. Einmal Kärtchen, $17, na klar. So. Tschüss. Dann machen wir noch Susu. Susu, Susu, Puderzucker. Kaufe ich auch nochmal 2. Eigentlich können wir noch 3 kaufen. Ah, die sind gerade teurer. Da kaufe ich nur 2. Okay. Öl ist auch gerade teurer. Kaffee könnte ich nochmal kaufen. Wir haben zwar ein bisschen, aber das wird sicher nicht schaden, wenn wir mal 2 Käffchen kaufen. So. Nein. 2 Käffchen. 2 Käffchen. Na klar, die gehen immer. Und dann, wie sieht es hier aus? Die Eier kann ich nicht richtig einschätzen. Wasser haben wir, glaube ich, noch, ne? Halt mir nicht da. So, kurz mal auffüllen. Was mit der Musik, sag mal? Was war das denn gerade? So, okay. Milch haben wir da drin. Ja, Eier könnte ich auch noch mal ein paar kaufen. Vorsichtshalber, oder? Wir haben noch 4 Slots frei. Dann würde ich noch 2 Eier würde ich noch reinlegen. Tee brauchen wir gerade nicht, weil davon haben wir Susu haben wir schon drin. Mehl haben wir auch schon, ne? Nudeln könnten wir ein paar. Ich glaube, Nudeln können wir noch mal 2 Kartons nehmen.
Nudel, 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 Nudel. So, da können wir morgen bestellen. Und danach würde ich vielleicht mal gucken, ob wir nicht noch irgendwie, ja, wir müssen den Laden erweitern, ne? Wir haben $573. Das ist gut. Wir können noch keine Leute einstellen, weil wir Level 8 sind. Wir brauchen noch 2 Level. Okay, beenden. Alle zufrieden. Alle sehr zufrieden. Bio-Eier sind jetzt günstiger, aber der Kaffee ist hochgegangen. Scheiße. Okay. Kaufen wir mal. So, einmal hier kurz auffüllen. Dippi-bi-bi. Ram-pam-pam. So, stelle ich da drauf. Ich hoffe, ich komme da noch durch. Was haben wir hier? Eier, kann ich gleich wieder auffüllen. Ah, ja. Okay, es ist voll, natürlich. So wie unsere Mitarbeiter zur Mittagszeit. So. So, stelle ich mal da drauf. So. Ich mache gleich den Laden wieder auf. Mehl, ganz unbedingt. Es ist voll, ja. Mehl hätten wir direkt noch ein bisschen mehr kaufen können, ne? Aber naja. So. Das neue Regal, da kommen andere Produkte rein. Ich will pro Produkt maximal 2 Regalflächen belegen. Susu. Und wir müssen den Laden erweitern. Wir müssen den Laden erweitern, das ist uns allen klar, oder? So, Käffchen, einmal auffüllen, nochmal auffüllen, aber wir haben eh 2 Kartons. So, nochmal ein bisschen Susu, naja gut, warum nicht? Außen kommt da keiner zum Regal durch. So, Kaffee. Kaffee. Es kommt keiner zum Regal. So, okay. Öl könnte ich noch nachfüllen. Haben wir noch Öl irgendwo? Ich glaube, die Playlist ist durch. Warte mal. Haben wir noch irgendwas? Happy. Ich mache mal Happy. Mal gucken. Oha. 12. Was war, wo war der andere Preis noch? Wo war der andere Preis? War das beim Eier, waren das? 3,46. Okay, dann mache ich jetzt 4. Okay, dankeschön. Hier sieht es echt schön aus. Ja, okay, ich mache erstmal auf. Und dann schaue ich mal ganz kurz nach der Erweiterung. Rechnung auch schon bezahlt, ne? Oh. Aus der Gewohnheit heraus. Okay. Wachstum. Abschnitt 2. 350. Können wir uns nicht leisten. Aber wir können uns den holen. Erweiterung 4x4 Meter. Wir sparen jetzt erstmal auf die Erweiterung, damit wir Platz für unsere Produkte haben. Wäre eine gute Idee, oder? Soweit ich gehört habe, das Lager drüben ist übrigens nur ein leerer Raum. Aber da kann man Kartons reinstellen. Das war's. Aber die kann ich auch hier reinstellen. Ändert nichts. Lalalalala. Zweimal Toast, na klar. Auf Karte, $8. Nehmen Sie mal. Tschüssi. Und für Sie, mein Herr, was darf sein? Oh, ein ausgewogenes Frühstück für Sie. Ah, ein Feinschmecker. Da gebe ich aber auch 50 Cent drauf. Guten Appetit wünsche ich. Liebe Kunden, kommen Sie doch mal persönlich bei uns vorbei. So, dankeschön. Auf Kärtchen, genau, ein Zwanni. Ein Zwambo, lass mal drin. So, wunderbar, mein Herr. Vielen Dank. $31, bitteschön. Dollares, oho. Dollares, ohohoho. Okay, ich muss noch nichts auffüllen. So. 380. Oh. Okay, ist anders geworden, als ich dachte. Aber ich kann auf die andere Seite Regale stellen, ne? Wie im Supermarkt halt.
Dann sehe ich nur nicht, wann was leer ist. Das ist doof. Was haben wir denn? 19 Dollar und sie wollen 31 zurück? Da können sie lange warten. Ciao. So. Ich würde gerne auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite würde ich gerne noch Regale gegenstellen, aber ich muss die zusammenrücken, damit da drei hinpassen, oder? Wir machen mal ein bisschen enger dann hier. Wir machen das wie in so einem kleinen US-Supermarkt, wo man kaum durchkommt. 44 Dollar, natürlich. Vielen Dank. So, wir haben internationale Wochen, ich nehme nur Rupien. So, Dankeschön, tschüss. Und hier 20 Dollar. Wunderbar, Dankeschön, tschüss. So, und hier 11 Dollar. Oh. Genau, 111? Ich nehme auch 111, wenn es sein muss. So, El Cardinal, dankeschön, ciao. So. Ich guck mal gerade. Obwohl, passt eigentlich, ne? Die Musik passt auch. So ein bisschen. So, zu unserem kleinen Lädchen hier. Ich fühle das schon ein bisschen. 8 Dollar und dann 50 Cent. Ciao, ciao. Ein Kaffee macht 12 Dollar inzwischen. Inflation, Leute. Was soll ich machen? Was soll ich machen? So. Ich beobachte unsere Kunden ganz genau. Wir haben Level 9 erreicht, Leute. Bald können wir uns Mitarbeiter einstellen. Bald geht's. 42, na klar. Bald können wir uns einen Kassierer einstellen. Darauf freue ich mich. 7 Dollar. Erst dann würde ich die Rückseite auf die Regale stellen, weil wenn ich von hier bin, also wenn ich hier bin, sehe ich ja nicht genau, wann Produkte ausverkauft sind. So, ich lasse die heute nochmal hier vorbeikommen. Ich könnte noch ein zweites Regal kaufen eigentlich, ne? Ein weiteres Regal. Aber dann brauche ich Lizenz. So, nur ein Tee. Naja, so siehst du auch aus wie Jochen. Hau ab jetzt. So. La 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 la. Und für Sie, Dankeschön. Tschüss. Oder 90 Grad drehen. Würde auch gehen. Aber ich mache dann wirklich so Supermarkt-Regalgänge halt. Habe ich überlegt. Pam, pam, pa, dam, pam, pa. Pam, pam, pa, dam, pam, pa. So. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. So, wie darf sein? 1 Dollar zurück. Wunderbar. Tschüss. Ich guck schon gar nicht mehr, was sie bezahlen müssen eigentlich. Ich guck nur, was sie zurückkriegen. Passend. Dankeschön, tschüss. Und wir verdienen und verdienen. Jetzt müssen wir langsam nachfüllen. Mehl. Ist das hier... Wo ist denn unser... Wo ist denn Mehl? Habe ich kein Mehl mehr? Okay, Nudeln kann ich aber machen. Habe ich kein Mehl mehr? Moment. Oh Gott, Leute, ihr kommt mir die Haare vom Kopf. Moment. 58... Was? 58? 50. So. Oh Gott, die kaufen ja alles. Ihr Wahnsinn, 53 Dollar, na klar, dankeschön. Ich beeile mich ja schon und dann für Sie 17, na klar. Ich will nicht zu lange warten lassen, nur ein Mehl und dafür stellen Sie sich an. Und dann noch 16 zurückhaben wollen, frech. Aus meinem Augen kneist. So, hier 42, die Antwort auf alles. Wasser muss ich nachfüllen. Mach ich mal schnell. Komme sofort. So. Zwei Wasser und eine Milch. Kann man auch aufschütteln. Gibt einen schönen Frostdrink für den Sommer. Ganz erfrischend. Wenn man die Milch strecken will, weil die wieder zu teuer wird. Was aber nie passiert. Keine Sorge. So, tschüss. Vielen Dank. Und hier 26,50. Na klar. Punkt 5. So. Ha. 500 Dollar haben wir auf Tash. So, warte. Moment, gnädigste, ich komme sofort. So, Käse kann ich mal nachfüllen. Wieder ein paar Kartons los. Wir brauchen unbedingt Mehl, ne? Habe ich das Gefühl. Bin mir nicht ganz sicher. Hat sich schon lange keiner mehr beschwert, dass irgendwas nicht vorrätig ist. Das ist sehr gut. Ein Wasser... 1,50 zurück, das muss ja nicht sein. Das fand 1,50. So. Zum Glück kein deutscher Supermarkt, wo ich Pfand zurücknehmen muss. Oh, Müslis alle. Oh, shit.
Okay, wo ist es? Hier. Zack. Mehl brauchen wir auch. Zack. Oh shit, die wollen alle Müsli. Ich sehe es immer nicht. 22. Okay. So wie dazu. Ich sehe mal gar nicht, wenn die sich beschweren. Ich sehe nur die guten Sachen. Kacke. Okay. Ich sehe das die ganze Zeit nicht, weil ich immer sofort wieder an der Kasse bin. Ich bin ja gerade richtig im Flow. Beschwerden nehme ich gar nicht wahr. Das ist meine Influencer-Natur. Dankeschön, tschüss. Mehl. So. Übertreib halt. Bio-Eier sind zu teuer für dich? Weil du so billig bist. Aber für Toast und Käse reicht's, ja? Naja, gut, klar. Pah, wir haben die günstigsten Preise überhaupt, die es gibt auf der ganzen Welt. So, wir haben im Warenkorb jetzt Müsli und Mehl, das ist gut. Ich mache von beiden mal 3 rein. Was brauchen wir noch? Toast haben wir ein bisschen. So. So, Wunderbärchen. Oh, hey, ich habe noch ein Müsli. Ah, ein Müsli habe ich noch. Geil, da war Mehl vorher, aber ist egal. Hatte ich auch Mehl noch? Nee, ne? Ist das Mehl? Oh, wir haben noch ein Mehl. Ein Mehl haben wir doch noch. Müsli, Müsli, miam, miam, miam. Wo war das denn? War das bei Sims? Oh Gott, ist das lange her. Warte. Rein da. Rein da. Wupp. Ach, bei TV Total. Ah, okay, okay, okay. Das kommt mir gerade vor wie bei den Schlömpels. Hätte aber gut gepasst. Ich vermische langsam alles in meinem Kopf. Warte. So, Käse. Oh, Junge, Junge, Junge. So, okay. Noch irgendwas? Hier ist noch Kaffee. Ja, weißt du was, wir müssen noch gehen. Ich glaube, wir müssen auch noch Kaffee bestellen. Hier, das kommt noch. Nudeln. So. Okay, haben wir. Wir brauchen noch neue Nudeln. Heilige Scheiße. Am Ende des Tages ist aber irgendwie immer... Man denkt immer, man hat für ewig die Vorräte, aber dann ist doch knapp. Die kaufen mir wirklich die Haare vom Kopf. Wo war? Hier war. Oh, ist exakt alle, glaube ich, ne? Jo. Exakte Mundo leer. Jetzt lass ich mal kurz gucken, wie ich das mache am besten. Wir müssen ein bisschen umräumen. Dich stelle ich erstmal hier hinten hin. Dann dich stelle ich erstmal da hin. Und dich stelle ich mal irgendwie an die Wand. Ruhig hier so. So. Geil wäre, wenn das hier irgendwie, wenn man es direkt dran setzen könnte. Also wenn man ne, so ein Ding jetzt hätte, so ein Klicker-Ding, dass es festklickt irgendwo. Ich krieg das hier nicht so pixelgenau hin, leider. Boah, nach hinten ist echt schwierig, pixelgenau. Genau, Snapping wäre gut. Snapping-Tool wäre nice, aber so, ja, geht. Geht schon. So. Musik ist auch anders wild. Okay, warte. Na, komm schon. Nein. Oh, leck mich! So. Ja, so supermarktmäßig, ne? Bisschen supermarktmäßig. $600 haben wir noch übrig. Was brauchen wir eigentlich noch alles? Aber wir brauchen eigentlich von allem was, ne? Was habe ich jetzt reingepackt?
Müsli. Das hier müsst ihr noch woanders hinstellen. Vielleicht hier so? Oder ist das doof? Euer Deckenleuchten sollten wir vielleicht nochmal, Oh, die geht genau hier? Nee. Ja, aber es braucht ein Clipping-Tool. Hier ist ein bisschen Lager. So. Nein! Oh, shit. Ich hatte überlegt, ob man das vielleicht einfach mal so locker hier hinstellen kann. Wirklich und aufeinander stapeln. Dass wir hier so ein paar Vorräte anlegen können, eventuell. Problem ist aber, die Kartons sind alle unterschiedlich groß. Ach, mit C geht wieder zu. Ah. Okay. Wild. So. Bisschen geordneter an der Wand dann vielleicht. Und dann kann man... Ja, man kann nicht immer direkt sehen, was es ist, ne? Ha. Okay. Wir haben noch ein leeres Regal. Mehl. Mehl, Chokipick. Warte. Müsli, Mehl. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Öl, würde ich sagen, ne? Öl brauchen wir noch. Kaufe ich auch gleich mal drei. Dann haben wir noch ein Produkt gut und da würde ich, glaube ich, dann Kaffee kaufen. Oder, nee, lieber Susu. Lieber Susu. So, mehr geht gerade nicht. Wir haben 697 Dollar, wir könnten theoretisch... naja, der nächste Abschnitt kostet 750. Ach du Scheiße. Aber Level 10 können wir einstellen, wir sind Level 9 gerade. Das Lager bringt nichts. Das lassen wir mal bleiben. Aber ich hätte Bock auf eine weitere Lizenz bald.